Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Kann länger gehen. Ganz schön druckvoll. Uraltes Teil. Aus Woodstock. Ich hätte nie gedacht, dass mein Programm einmal mit einem Rußpartikelfilter beginnt. Mit einem Rußpartikelfilter. Ich hatte mir vor Jahren einen Diesel gekauft, aus ökologischen Gründen. Kaufte einen Diesel gut für die Umwelt. Ich bin in erster Linie Kraftfahrer und dann erst Kleinkünstler. Und habe sehr vorsichtig agiert beim Autokauf, aufpassen, Mittelklasse, da wo noch gearbeitet wird. Paar versteckte Extras, gut 6 Zylinder mussten sein. Ich habe mit meinem Ökogewissen abgemacht, es bleibt bei 6 Zylindern, egal was passiert. Und dann wollte ich mir einen Rußpartikelfilter einbauen lassen. Bin in mein Autohaus, wurde freundlich begrüßt. Ach, Herr Deutschmann, das ist eine Ewigkeit her, dass Sie das letzte Mal da waren. Also mindestens 2 Modellreihen. Das habe ich genau genommen, 7 Jahre, 150.000 Kilometer. Und was wollen Sie, einen Rußpartikelfilter? Das lohnt sich doch gar nicht mehr, Herr Deutschmann. Sag ich, doch, doch. Der Durchschnitt beim deutschen PKW ist 8 Jahre. Herr Deutschmann, Durchschnitt, was für ein Wort aus Ihrem Mund. Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn. Wo haben Sie denn das her? Aus Ihrem letzten Programm. Sie sagen doch immer sowas wie, wer alle erreichen will, muss auf den Sinn verzichten. Sagen Sie mal, Sie sind Autohändler. Woher kennen Sie meine Programme? Herr Deutschmann, wir waren auf Ihrer Website, wir machen das routinemäßig, weil wir Sie im Verdacht haben, dass Sie kurz vor dem Kauf eines neuen PKW stehen. Und da wollten wir mal nachschauen, ob Sie sich entwickelt haben. Ich meine, jahrelang sind Sie Mittelklasse gefahren, immer wieder Audi A4, mal Polarweiß, mal Atlantikblau, mal Graphitschwarz. Das langweilt doch, Sie wollen doch nach oben, 6 Zylinder sprechen, eine deutliche Sprache. Woher wissen Sie? Herr Deutschmann, wir wissen alles über Sie. Sie mit Ihren 8 Tempopunkten in Flensburg innerhalb von 4 Monaten sind eigentlich ein Kandidat fürs Risiko- und Fun-Segment, aber Sie haben Familie und denken an Sicherheit. Ich weiß, was Sie mir verkaufen wollen. Sie wollen mir so einen iraktauglichen Offroader verkaufen. Modell Blackwater. Herr Deutschmann, Ihnen doch keinen Offroader. Die Autobahn hat doch Leitplanken. Wissen Sie, was wir erleben als Autohändler? Neulich kam ein Kollege von Ihnen, der wollte einen Ferrari haben, hat aber Angst, bei seinem Kleinkunstpublikum einen Imageschaden zu nehmen. Dem haben wir einen 500 PS Ferrari-Motor in einen dezenten mausgrauen Lancia eingebaut. Und er war sowas von zufrieden, also wissen Sie, Ihre Branche ist ja sowas von verlogen, da können wir gar nicht mithalten. Da kommen Leute wie Sie, Herr Deutschmann, genau wie Sie, und streuen um die neuen Offroader herum, überlegen fieberhaft, wie könnte es zu Hause der Frau erklären, dass jetzt so ein Riesenteil vor der Haustüre stehen muss. Da hören Sie Argumente, ja, wissen Sie, wir wohnen ja im Hochschwarzwald und bei den harten Wintern im Hochschwarzwald ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn man mit dem Offroader Four-Wheel Drive zum Langlauf direkt an die Loipe ranfahren kann. Da sage ich immer, wissen Sie, je mehr Leute wie Sie mit einem 400 PS Offroader durch den Schwarzwald düsen, desto unwahrscheinlicher, dass da überhaupt nochmal Schnee fällt. Sollte man die Reaktionen erleben. Sie sind aber keine Entscheidungshilfe. Doch, aber nicht mit Ihren Argumenten. Ich verkaufe Ihnen diesen Offroader, 2,5 Tonnen, 400 PS aus reinen Sicherheitsgründen. Wir kriegen begeisterte Briefe von Familien, die schreiben uns, Ihr Offroader hat uns das Leben gerettet. Wir hatten einen Unfall auf der A7. Es ist uns nichts passiert. Ihr Offroader, danke, danke. Und alle sind begeistert und niemand fragte, hat denn der Unfallpartner auch noch was geschrieben? Konnte er noch eine SMS absetzen? Oder gleich mit dem eigenen Blut an die Windschutzscheibe? Nie wieder Kleinwagen. Herr Deutschmann, Sie sollten Ihren alten Diesel ohne Rußpartikelfilter behalten, sage ich als alter Grünwähler, als Schwarz-Grünwähler. Ja. Ja, etwas Besseres als Ihr Diesel ohne Filter kann der Umwelt gar nicht zustoßen. Wo haben Sie denn das her? Aus dem chinesischen Klimagutachten oder was? Herr Deutschmann, wissen Sie, was Global Dimming ist? Global Dimming. Wir haben eine Studie vorliegen, die fragt, was passiert, wenn im Nahen Osten 150 Atomsprengköpfe gezündet werden. Warum im Nahen Osten?
weil es da am meisten staubt. Der ganze Staub wird hochgewirbelt, die Sonne kommt nicht mehr richtig durch und die Temperatur sackt um 4 Grad Celsius ab. Und jetzt frage ich Sie, Herr Deutschmann, 4 Grad Celsius weniger, was sagen Sie dazu als professioneller Zyniker? 4 Grad Celsius weniger, da könnten wir wieder richtig Gas geben. Und jetzt denken Sie an Ihren Diesel. Was spuckt der aus? CO2 und Staub und Ruß vom Feinsten. Das CO2 erhöht die Temperatur, der Ruß senkt sie wieder. Ein ganz feines Gleichgewicht, direkt am Auspuff. Nur Ihr Diesel kann dem CO2 Paroli bieten, ohne Filter. Das ist das Mephisto-Prinzip. Ihr Diesel ist ein Teil von jener Kraft, die zweimal Böses tut und damit Gutes schafft. Klassische Kabarettpointe. Klassische Kabarettpointe. Modell 60er Jahre, das passt zu Ihnen. Das schenke ich Ihnen wie ein neues Programm. Ich bin da rückwärts raus. Ich wollte einen Rußpartikelfilter kaufen und stand vor der Apokalypse. Außerdem, ich kann es nicht ertragen, wenn ein Autohändler intellektuell überlegen ist. Gut, da lachen Sie dreckig, aber wir sind abgebrüht, oder? Hier im hohen Norden sowieso. Auch im Süden überhaupt. Wir hatten zu oft ökologischen Fehlalarm. 80er Jahre. So Borkenkäferalarm. Wenn es mal trocken war im Sommer. Borkenkäferalarm. Die Borkenkäfer kommen, die Borkenkäfer kommen, die Borkenkäfer kommen. Jetzt die Zecken, die Zecken, die Zecken, die Zecken, die kommen hinterher. Das härtet ab, oder? Nehmen Sie den Klassiker, das Waldsterben, der Klassiker unter den Katastrophen. Hab ich doch selbst erlebt, die Anfänge im Schwarzwald, in Freiburg. Da kam ein Förster mit großen Transparenten, da stand drauf, Adieu, du lieber Wald, ich denk, wir folgen bald. Da lachen Sie ganz dreckig, ja, aber wir waren damals betroffen. Sogar die Franzosen waren betroffen, obwohl die gar kein Waldsterben hatten. Die hatten nicht mal ein Wort dafür. Und da haben die Franzosen gesagt, le Waldsterben. Oh la 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 la, le Waldsterben. En France, on ne connaît pas le Waldsterben, mais en Allemagne, le Waldsterben. C'est très romantique, le Waldsterben. Und fragen Sie heute mal, 25 Jahre später, fragen Sie bei den Franzosen mal nach. Was ist mit dem Waldsterben? Sagen Sie, oh, malheureusement, le Waldsterben, c'est mausetot. Das Waldsterben, werden einige einwenden, gibt es natürlich noch, aber es hat sich nicht halten können im Wettbewerb der Katastrophen. Es wird ja immer wieder eine neue Ökosau durchs mediale Dorf getrieben. Da hat das Waldsterben keine Chance mehr gehabt. Jetzt kommen andere Katastrophen. Am Nordpol schmilzt das Eis und die Zeit läuft uns davon. Die Wasser werden steigen. Die Wasser werden steigen. Dann wird Sylt noch exklusiver werden. Wenn es hart kommt, steigen die Wasser um 7 Meter, 7 apokalyptische Meter, für jede Todsünde einen Meter. Hält das Hamburg aus? Nee, also gut, dann sagen wir 2 Meter. 1 Meter für die Gier und 1 Meter für den hanseatischen Hochmut. Immer noch zu viel, ja? Gut, dann müssen Sie was tun. Also, dann müssen wir was gegen die Erderwärmung machen. Vielleicht sollten wir die Klimaanlage abschalten. Die Klimaanlage. Bitte mal die Klimaanlage abschalten. Wir wollen die Welt retten. Oder wir machen ein Konzert, so eine Art Benefits für die Erde. Das wäre eine Idee, so wie der Bono das drauf hat. Erinnern Sie sich, das Konzert, das World Aid Konzert, ein ganzes Netzwerk von Konzerten um die Erde herum gespannt. Rockmusiker gegen Erderwärmung. Wir heizen ein. Für eine bessere Welt. Und überall, wo die gespielt haben, war es an dem Tag saukalt. Als wenn die Natur sagen wollte, Bono, lass mal stecken. Bin mal gespannt, was die Erde sich einfallen lässt, um zu verhindern, dass die Bild-Zeitung ihr hilft. Ja, ja. Bild ist an der Ökofront aktiv. Die schicken ihre besten Leute an die Ökofront. Franz Josef Wagner, den müssen Sie kennen, der Top-Kolumnist, Dresch-Humanist, Franz Josef Wagner. Der muss immer schreiben, muss schreiben, der muss schreiben, der ist besessen, der muss schreiben. So eine Art journalistische Inkontinenz. Gibt's einen Henry-Nannen-Preis für Inkontinenz? Ich weiß es nicht. Er müsste ihn kriegen, der kann die Tinte nicht mehr halten, der muss schreiben.
Immer Briefe, Briefe, Briefe. Erst schreibt dann die Klimaforscher, dann direkt ans Wetter. Habe ich selbst gelesen. In der Bildzeitung, liebes Wetter, es war ein wunderbarer Frühlingstag in Berlin, aber es war zu warm für die Jahreszeit. Es war der Tag der zwei Sonnen. Die eine, die uns die Herzen öffnet, die andere, die uns verbrennen wird. Also wenn Bild die Welt wirklich retten will, dann möchte ich nicht dabei sein. Ist doch eine Anmaßung überhaupt, die Welt retten. Das war doch immer unser Projekt. Wir wollten doch die Welt retten. Wir wollten die Welt retten. Wir. Die Erde dreht sich rechts herum, aber kann nur von links gerettet werden. Gut, einige lachen, andere verstehen. Jetzt mal ganz grundsätzlich, meine Damen und Herren, jetzt mal ganz, ganz grundsätzlich. Der konservative Skeptiker, der sagt, der Mensch ist schlecht, der Staat muss das Schlimmste verhindern. Geschäfte müssen weiterlaufen. Das ist ein Modell Schäuble, kann man sagen. Während das Gegenmodell wäre Modell Kurt Beck. Der Pfälzer ist im Grunde gut. Er kann sich sogar bessern, wenn man ihm hilft. Solidarität. Und was sagen die Neokonservativen? Die Neokonservativen sagen, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Ich sehe schon, meine Damen und Herren, das ist nicht der Angstschweiß, nein, das sind einfach die Hamburger Verhältnisse. Nein, ich sehe schon, die Neokonservativen haben den größten Beifall bekommen. Dann kommt aber Heiner Geißler, der alte Scharfmacher Heiner, der jetzt bei Attac arbeitet. Und der ist gereift, ist menschlich nachgereift und sagt, der Kommunismus war falsch, der Kapitalismus ist auch falsch. Er muss ersetzt werden. Die Frage, haben wir noch eine Vision jenseits von Mülltrennung und Dosenpfand? Was sagen die Grünen? Ja, die Grünen? Ja, mit den Grünen ist es so wie mit dem Eisen im Spinat. Ja. So. Kleine. Man muss im Kabarett auch mal Zeit haben, meine Damen und Herren, für eine Pointe. Nicht erst auf dem Nachhauseweg anfangen zu lachen. Die Pointe war verschlüsselt, ich gebe es zu. Mit den Grünen ist es so wie mit dem Eisen im Spinat. Ja, sehr gut. Das ist klasse. Ja, jeder klatscht da, wo er kann. Das ist, ich finde das toll, dass Sie sich quasi nicht von mir beeindrucken lassen. Also, Sie sagen, es ist heiß in Hamburg, ich gehe trotzdem ins Kabarett und ich amüsiere mich, egal was der Hammelmann da oben erzählt. Ich verstehe, wann ich will. Sind Sie mitgerissen worden, ja, von der Wiederholung. Kann passieren, nicht so schlimm. Wissen Sie noch, wo ich war? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo bei den Grünen. Nein, die Grünen sagen, wir geben Heiner Geißler recht, der Kapitalismus muss ersetzt werden, aber erstmal müssen wir die Umwelt retten, dann kann mit Josef Ackermann sauber abgerechnet werden. Ja, muss ganz offen sagen, wer die Umwelt wirklich retten will, darf nicht vor einer Koalition mit der CDU zurückschrecken. Zumal, da haben Sie ja zwei gefunden, ja. Ole und die grünen Frauen, das ist eine tolle Kombination. Die Pointe war etwas einfach für so viel Applaus, aber okay, Sie entscheiden, wie Sie reagieren. Man hat das nicht mehr unter Kontrolle. Nein, die haben sich ja geeinigt. Es ist ja beiden klar. Wenn am Nordpol das Eis abschmilzt, hat die Elbvertiefung gar keinen Sinn. Ja. Sie merken, ich habe Sympathien für die Grünen. Man soll die Grünen stützen, wo man sie trifft. Jetzt gerade, wo Joschka Fischer von ihnen gegangen ist. Ist das skandalös, dass er sich zurückzieht. Sitzt irgendwo in der Villa und macht auf Consulting. Schauen Sie mal, Helmut Schmidt. Im 90. Lebensjahr wächst über sich hinaus und der Fischer schreibt seine Memoiren, mein Lauf zu mir selbst und wie wir wieder auseinandergingen. Ich habe einen riesen Respekt vor Helmut Schmidt. Diese souveräne Auftreten, gerade jetzt in der Raucherfrage, das ist doch unglaublich. Haben Sie erlebt schon vor Jahren bei Maischberger, das war grandios, diese Performance. Ja. Der kommt da rein, setzt sich hin, fängt an zu qualmen. Die Maischberger hat fast gekotzt und
Sie will ihn ärgern und fragt ihn: Herr Altbundeskanzler, wissen Sie eigentlich, wer Daniel Kübelböck ist? Und der Schmidt, sowas von souverän, erst mal an der Zigarette gezogen, 4 Liter reingezogen, so. Und dann ganz ruhig reagiert, Zeit gelassen und nochmal Zeit gelassen und langsam wieder ausgeatmet. Und dann sagt er: Nein. Großartig, oder? Die Maischberger die Frage längst vergessen gehabt. Da kommt dieses Nein hinterher. Unglaubliche Performance. Ähnlich wie Peter Scholl-Latour, auch bei Maischberger. Der hat gesagt, Afghanistan gibt's nur eins, große gemeinsame Abschiedsparade in Kabul und dann raus. Können wir gut vorstellen, Abschiedsparade, Bush fährt vorneweg im offenen PKW. Ja, ich sehe, bei Bush gibt's keine Alten mehr. Wäre so eine Art modernes Gottesurteil. Welcher Gott reagiert als erster? Vielleicht macht's Rums und alle rufen Allahu Akbar. Dann macht's nochmal Rums, Gott ist groß. Und was sagt dann Jehova? Nein, Jehova sagt, wenn es so ist, kann ich ja Kaffee trinken. Was a Jewish joke. Gut, leichte Irritation. Ich gehe ja in der Pause gerne ins Publikum, um noch einige Sachen klarzustellen. Und neulich kam ich aus der Pause zurück in meine Garderobe, saß da ein netter älterer Herr, graumilierte Haare, etwas overdressed fürs Kabarett und der hatte so eine ganz dunkle Sonnenbrille und spricht mich direkt an. Herr Deutschmann, nur auf ein Wort, ich weiß, Sie wollen zurück zu Ihrem Publikum. Sie sind ja eine Rampensau, das wissen wir. Wissen Sie, Herr Deutschmann, wir beobachten Sie schon seit einiger Zeit. Und wir fragen uns, was wollen Sie mit Ihrem Kabarett eigentlich erreichen? Sie sind so eine Art kultureller Sozialarbeiter. Sie sind der Pflichtverteidiger des Prekariats. Das Dumme ist, das Prekariat kommt gar nicht in Ihre Vorstellungen. Es kommt die satte Mittelschicht. In Hamburg die abgesenkte Oberschicht. Jeden Abend müssen Sie die da oben attackieren. Die Meinungsmafia, die Banker, die Liechtensteiner, die Heuschrecken. Jeden Abend wird der Ackermann auf die Guillotine gezerrt. Ist doch langweilig, oder? Und jeden Abend Frau Merkel, Frau Merkel, Frau Merkel. Miss Europe, Miss World, Miss Heiligendamm, Miss Oslo. Mal im tiefen, tiefen Dekolleté tiefe Einblicke gewähren, dann doch wieder im abendfüllenden Hosenanzug. Wissen Sie was? Das verbale Befummeln von Frau Merkel geht mir auf den Geist. Ich beneide Sie nicht. Manchmal, heute Abend ist alles wunderbar, aber manchmal, da riecht es in Ihrem Publikum immer noch nach Helmut Kohl. Das ist unangenehm. Herr Deutschmann, was bleibt von so einem Abend? Gut, die Gage. Wie sagt ein Kollege neulich, ein Kollege von Ihnen, es geht um nichts mehr, aber es ist Kohle da und die räumen wir ab. Ich habe den rausgeschmissen, ich wollte zurück zu meinem Publikum. Wissen Sie, wenn man ein Programm gut drauf hat und wirklich auswendig kann, dann kann man weiterreden und gleichzeitig an was anderes denken. Das ist möglich. Sind Sie manchmal auch wütend, so richtig wütend und wissen nicht, wohin mit Ihrer Wut? Ich bin so wütend heute Abend. Wo gehe ich hin? Ins Kabarett. Mal gucken, ob der Kabarettist auch wütend ist. Natürlich bin ich wütend. Ich bin auch wütend, aber ich sage Ihnen ganz offen, also 80 Mal im Jahr, jeden Abend Punkt 8 einen veritablen Wutanfall hinzulegen, ist auch nicht so einfach. Gut, manchmal hilft einem das Publikum. Man fragt sich als Kabarettist, nutzen wir Alleinunterhalter eigentlich unsere Chancen? Nehmen Sie mal den Papst. Der Papst fliegt nach Amerika, Benedikt XVI. Bei Bush dem Zweiten. Da hätte doch unser Papst mal Klartext reden können in Sachen Guantanamo. Meine Benedikt als ehemaliger Ratzinger, als Chef der Glaubenskongregation, das war mal die heilige Inquisition. Der hätte doch mit Bush auf Augenhöhe reden können. Wenn Sie sagen, lieber Bruder in Christo, Giorgio, ihr könnt doch nicht Foltermethoden einführen, die wir vor 200 Jahren abgeschafft haben. Okay, der Papst ist auch nur einer von uns. Der weiß nicht, ist er unterwegs oder irrt er nur umher? Ich
mag diese ruhigen Momente. Diese Nachdenklichkeit im Publikum. Sie sitzen in Ihrer Bibliothek, Sie sitzen in Ihrer Privatbibliothek, hinter Ihnen diverse Gesamtausgaben, Theodor W. Adorno, im dunkelblauen Ziegenleder mit Golddruck, bibliophile Ausgabe, Minima Moralia. Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen. Pah, hat er geschrieben Ende der 50er Jahre. Da gab es erst einen Fernsehsender in Deutschland. Ich hab mal, wo ist die Kamera? Ich muss es in die Kamera sagen. Es geht ums Fernsehen. Ich hab mal einen alten Fernsehredakteur gekannt, ein ernster Mensch, voller Heiterkeit. Der hat seine Jahre in der Anstalt gerne in einem Satz zusammengefasst. Mut müsste man haben. Mut müsste man haben. Mut allein reicht nicht. Schauen Sie, Günter Grass, der bekannte Bildhauer Günter Grass, der hatte neulich einen Mutanfall. Bei Günter Grass ist ja sowas wie das außerparlamentarische Rückgrat der SPD. Der hat gesagt, wir brauchen ein neues 68. Ah, ich sehe Begeisterung in Hamburg. Ich sehe es. Ich weiß, wie die Älteren denken. Herr Deutschmann, bitte jetzt nicht mit 68. Wir sind selber 68. Wir können nicht mehr. Weil ich bin ja auch ein 68er. Ich war damals dabei. Voll dabei. Also Jahrgang 58, aber 68 war ich aktiv. Ja, um mit Enzensberger zu reden, ich war teilnehmender Beobachter. Ich habe die Steine aus dem Pflaster gelöst und habe zugeguckt, wie die anderen geworfen haben. Wie alles anfing, ist sehr, sehr schnell erzählt. Das war im Gymnasium in der Sechsta, 68. Da hatten wir einen autoritären Bock als Turnlehrer. Der hat verlangt, dass wir mit schwarzer Hose und weißem Hemd antreten. Und da bin ich mit einer roten Turnhose gekommen. Was glaubt ihr, was damals los war? Strafexerzieren. Liegestützen, Felgaufschwung, das ging ihm auf die Eier. Und der erzwungene Felgaufschwung am deutschen Hochreck, das war für mich der Wendepunkt, verstehen Sie? Der Umschlagpunkt. Da wurde ich politisch. Ich meine, es gibt viele Wege, 68er zu werden. Harte Drogen, gute Musik, internationale Solidarität, auch eine nationale Schadenfreude. Natürlich familiärer Muff und natürlich sexuelle Neugier. Das hat alle verbunden damals, sexuelle Neugier. 68 haben Schüler in Frankfurt bei der Vollversammlung gefordert, rückhaltlose sexuelle Aufklärung über den Geschlechtsakt, einschließlich aller Perversionen. Man muss sagen, diese Forderung wurde doch von der Gesellschaft weitgehend erfüllt. Ja, doch. 13 Folgen Schulmädchenreport sind auch die Folgen von 68. Ja, wenn Sie jetzt innerlich nicken, denken Sie daran, das, was Kohl als die geistig-moralische Wende ankündigte, also quasi das Privatfernsehen, wäre ohne die Wiederholung der Sexwelle in den 80er Jahren unmöglich gewesen. Man kann sagen, Leo Kirch hat sich mit der Sexwelle gesund gestoßen. Und für den Kohl ist auch noch was abgefallen, finanziell. Ich meine, wenn heute jemand kommt, so ein alter 68er mit Gewissensbissen und Bundesverdienstkreuz und sagt, Gott sei Dank für Helmut Kohl, der Helmut Kohl ist der Held der Modernisierung, denn er hat mit der geistig-moralischen Wende den Verfall von 68 bekämpft. Dann sage ich nur eine Antwort. Unterm Dirndl wird gejodelt. Bimbis, Bimbis, Bimbis.
Natürlich war 68 mehr als der Versuch der sexuellen Befreiung. Es war eine Rebellion. Damals waren Anleitungen zum Aufstand so populär wie heute Kochbücher. Die Revolution war in aller Munde. Denken Sie an die Firma Pfanny. Jede Revolution beginnt mit einem Auflauf. Bürger, lasst das Klotzen sein, kommt herunter, reiht euch ein. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Oder auch, alle Macht den Räten, brecht dem Schütz die Gräten. Ich habe das alles noch drauf. Gut, ich merke, Sie misstrauen mir. Sie halten mich für einen falschen 50er. Nein, 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 ich bin ein echter 68er. Ja, das kann ich Ihnen beweisen. Ich war 68 im Stadion. In Betzdorf, an der Sieg, tiefste Provinz. Da spielte Eisenbahnersportgemeinschaft Betzdorf gegen Eintracht Frankfurt. Freundschaftsspiel. Jubiläum. 100 Jahre Eisenbahnersportverein. Und als die Betzdorfer frei vor dem Tor der Frankfurter auftauchten, habe ich gerufen, Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh. Das war das Echo von Berlin, die Studenten auf dem Kudamm. Mit den Ho Chi Minh Posters. Ja, das war damals die Posterzeit. Da hat sich die Bundesregierung sehr gewundert. Die Studenten rennen in Berlin rum mit Plakaten von einem alten Mann, der sieht aus wie Kentucky Fried Chicken. Und als dann die Studenten mit Bildern von Mao rumliefen, da war für Kiesinger Bam Bam. Da hat er gesagt, China, China, China. Ja, damals Mao Zedong, das war plötzlich da. Also eine Mao Zedong-Mode. Wie Schnappi das Krokodil, nicht wahr? Das kann man gar nicht erklären, wo das herkommt. Plötzlich ist es da. Mao Zedong, Schnappi das Krokodil. So, das kleine rote Buch, die Mao-Bibel, das war die Gebrauchsanweisung für die Revolution. Wenn man das heute liest, der Imperialismus ist ein Papiertiger. Gut gebrüllt, Löwe. Lasst 100 Blumen blühen, die Macht kommt aus den Gewehrläufen. Wenn uns der Feind bekämpft, ist das nicht schlecht, sondern gut. Und dann, die Revolution ist keine Zierstickerei. Da denkt man, vielleicht müssen wir es doch nochmal im Original lesen. Aber gibt's überhaupt ein Original? Ich weiß es nicht. Gut, heute kriegen wir natürlich Dresche. Da heißt es, dass ihr damals für Mao demonstriert habt, das war doch Verbrecher, der hat doch Millionen von Menschen auf dem Gewissen. Ich war neulich bei einem alten Akupunkteur, ein chinesischer Akupunkteur mit deutscher Approbation. Und da komme ich rein, riesen China-Karte an der Wand, ich gehe sofort darauf zu und suche Tibet. Ja, hab dann gefragt, wo ist denn hier Tibet? Sagt er ganz trocken, Tibet hat immer zu China gehört. Und Sie sind Patient. Ich habe mich dann hingelegt und wollte dann so wie beim Friseur ein bisschen reden. So, habe dann gefragt, ja, wie sehen denn die Chinesen heute Mao? Sagt er, Mao hat Fehler gemacht, aber er war wichtig. Sag ich, und die 3 Millionen Toten bei der Kulturrevolution? Sagt er, ach, wissen Sie, bei einem so großen Volk sind 3 Millionen nicht zu viel. Ich wollte doch protestieren, da platzierte mir eine Nadel ins Ohr und ich wurde ganz ruhig. Ich meine, es ist vorbei, meine Damen und Herren. Die Kulturrevolution ist mausetot, genauso mausetot wie das Thema Tyrannenmord im deutschen Besinnungsaufsatz. Mussten Sie auch mal sowas schreiben? So, Tyrannenmord pro und contra, bitte wägen Sie ab und entdecken Sie den Stauffenberg in sich. Ist weg, also weg. Warum eigentlich? Ich vermute, die RAF hat das Thema Tyrannenmord für die nächsten 1000 Jahre aus dem deutschen Stundenplan gestrichen. Sind verunsichert, kann ich verstehen. Also, ich kann Ihnen einen Tipp geben. Jetzt, wenn Sie jetzt was zu 68 veröffentlichen und so wirre Thesen bringen, wie zum Beispiel, der junge Dutschke und der junge Goebbels haben auf der gleichen Frequenz gefunkt. So. Da können Sie richtig Geld verdienen. Einfach so ein paar verrückte Thesen. Also, wieder diese Bestseller-Autorin, die sagen, Frauen, wascht euch nicht mehr. Man weiß nicht, warum das Erfolg hat, aber das muss man irgendwie im Urin haben. Ja, so Thesen, die 68er sind auch nicht besser als ihre Väter. Riesenjubel in Deutschland, das wird gekauft. So für die ganz einfachen Leute, so eine einfache Gleichung. Wenn sie 33 verdoppeln, kommt ungefähr 68 raus. So. Ja. Warum da jeder klatscht, das weiß ich auch nicht, aber der ist ja vorbei. Ja gut, man kann sich doch einfacher machen. Man kann sagen,
So wie Klaus Schütz, der ehemalige regierende Bürgermeister in Berlin. Der hat neulich noch gesagt, er versteht heute noch nicht, warum damals demonstriert wurde. War doch alles nur importiert aus Amerika. Go in, teach in, sit in Ho Chi Minh. Alles nur importiert. Ja. Andere sagen, 68 war vollkommen überflüssig. Willy Brandt war doch unterwegs. Der hat auch 69 gesagt, mehr Demokratie, wir hätten doch mal warten sollen. Die 68er sind auf einer Welle gesurft, die sowieso gekommen wäre. Oder ganz brutal, die Tochter von Ulrike Meinhof, Bettina Röhl. Sie hat gesagt, die 68er wollten 12.000 Jahre Zivilisation vernichten. 12.000 Jahre, doch so viel. Dann doch lieber Theo Sommer. Unser Theo Sommer hat gesagt, 68 hat alle Maßstäbe im ätzenden Säurebad der Kritik aufgelöst. Überall war Kritik, kritisches Bewusstsein, Selbstkritik, kritische Theorie, es war zu viel Kritik. Es gab sogar 68er, sind selbst ins Säurebad der Kritik hineingestiegen, nehmen Sie Martin Walser. Der hat damals geschrieben, wir kritischen Schriftsteller sind Teil des Spiels. So wie Karajan, Alka-Seltzer und die Lach- und Schießgesellschaft. Ist doch genial, oder? So viel Selbstkritik. Ja, früher hatten wir einen Standpunkt. Heute haben wir einen Sitzplatz. Ich setze mich auch gleich, meine Damen und Herren. Ich möchte mich auch setzen. Wissen Sie, das bürgerliche Kabarett hat 68 versagt. Stellen Sie mir vor, Sie heißen Lach- und Schießgesellschaft und draußen wird wirklich geschossen. Das halten Sie nicht aus. Mein Wolfgang Neuss ist rausgegangen und hat gegen Springer demonstriert in der ersten Reihe mit Rudi Dutschke. Und hat im Kabarett Geld gesammelt für den Vietcong. Da hat Springer geschäumt, Vaterlandsverräter. Und der Neuss hat genial geantwortet, hat den Berlinern versprochen, für den Presseball, für die Tombola einen toten Vietcong zu besorgen. Ja, mehr Kabarett geht nicht, oder? Das muss damals fürchterlich gewesen sein, wenn man als Kabarettist aufgetreten ist, aus draußen laufen die besseren Witze rum. Teufel, Langhans. Kunzelmann, Dieter Kunzelmann, so ein Happening-Künstler, der hat seine schmutzige Wäsche immer Mami nach Bamberg geschickt. Ja, das wusste der Verfassungsschutz und die haben trotzdem gegen ihn gearbeitet. Man war doch harmlos, als Revoluzzer die dreckige Wäsche zu Mami zu schicken, das ist vielleicht Selbstironie. Ja, Kommune 1 war das damals, jetzt für die Insider unter Ihnen, Kommune 1. Das Reichskabarett in Berlin hat bei der letzten Vorstellung skandiert: Hören Sie auf, rot zu hoffen, fangen Sie an, rot zu handeln. Wenn ich mir so überlege, jetzt Günter Grass, ein neues 68. Also für ein neues 68 brauchten wir erstmal ein neues 33, oder? Wirken lassen, wirken lassen. Wer war der Gegner der 68er? Die 33er, natürlich. Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Der Satz hat gesessen. Es hat 68 noch ein bisschen gemüffelt. Man hat in den 50er Jahren vergessen zu lüften. Verstehen Sie? Adenauer hat ja gesagt, lassen Sie mir die Nazis in Ruhe, mit wem sollen wir die Republik denn machen? Das war ja unsere Leistung im Westen, dass wir das braune Gesindel integriert haben. Okay, es ist vorbei, meine Damen und Herren. Ich wollte Ihnen das hier in Hamburg als These mal näher bringen. Wir stehen an einem Epochenende. Der biologische Kontakt zum Dritten Reich reißt ab. Joppi Heesters, hält ihr noch? Aber es geht zu Ende. Was bleibt da noch? Vielleicht die Filme von Guido Knopp, der offizielle Geschichtspornograf des Zweiten Deutschen Fernsehens. Ja, da klatscht die Minderheit, aber wissen Sie, in der Demokratie, die Demokratie beugt sich der Mehrheit, aber sie lebt von den Minderheiten. Also vielen Dank. Okay, nein. Ich wollte nur sagen, Epochenende, meine Damen und Herren. Es bleiben vielleicht noch ein paar Skandale, die an früher erinnern. Denken Sie, Günter Grass in der SS, der war ja selbst ganz ruhig, also souverän. Auf Lesetour gegangen, hat nicht resigniert, hat signiert. Jeden Abend begeisterten Leuten ins Buch geschrieben. Mit jugendlichem Schwung das große G, das R, das A. Mit Schmack ist das doppelte S hinterher. Wenn das ein Skandal war, dann nur ein orthografischer. Denn Günter Grass schreibt sich laut Geburtsurkunde mit einem alten, scharfen deutschen S. Und irgendwann ist er zum SS übergelaufen. Das war eine Art Bekennerschreiben und wir haben nichts geblickt. Also, ich merke, einige empören sich im Ansatz. Ja. Wir sind Buchclub, Herr Deutsch, wir sind Buchclub, Herr Deutschmann. Ich bin im ADAC. Okay. Nein, so kleine Skandale. Also, Dieter Hildebrand in der NSDAP. Ich war nur in der Jungen Union.
Und Sie werden später mal sagen, Herr Deutschmann, wir haben alle Ihre Programme gesehen. Unglaubwürdig! Wie bei der Jungen Union! Was soll ich dann sagen? So wie Hildebrand? Die Mutti hat mich angemeldet. Schluss, aus, Epochenende. Sie merken, ich kann mich kaum von dem Thema lösen. Das war bei uns Kabarettisten ja immer toll, nicht wahr? Diese alten Kameraden ins Programm reinzuzerren. Schon mal Strauß, da war nur braun gesprenkelt, aber Strauß, ein Grundnahrungsmittel des Kabaretts der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Wir haben an ihm genagt wie an einer Mammutkeule. Und es war genug für alle da. Schauen Sie. Heute balgt sich die ganze Kabarettistenbande um ein paar Fetzen von Frau Merkel. Ja, aber die Themen gehen aus, die alten Herren verschwinden. Nehmen Sie mal Filbinger, kennt man im Norden kaum noch Filbinger. Ja, da war sowas mit so einer Abschiedsfete im Freiburger Münster. Ja, 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 das war der Wahnsinn. Da hat unser Ministerpräsident, den müssen Sie nicht kennen, Oettinger heißt der. Also sieht aus wie ein schlecht geschnitzter Kaspar, aber ja. Dem hat ein Berater, genialer Berater, eine Rede geschrieben. Und der hat die auch gehalten. Um ein Haar hätte der Filbinger den Oettinger mit in die Tiefe gezogen. Und damit dem Land einen letzten Dienst erwiesen. Ja, aber gut, Sie können Filbinger vergessen. Wir im Süden werden ihn nie vergessen. Seine Fernsehauftritte bei Gottschalk. Wetten, dass damals, als ich Saalwetter verloren hat. Wetten, dass ich kein Nazi bin. Oder bei Robert Lemke. Die Eltern müssen das doch kennen. Robert Lemke. Doch, doch, doch. Das war der Vorläufer von Harald Schmidt, kann man sagen. Großes Fernsehen mit einfachen Mitteln. Robert Lemke. Damals, was bin ich? Die Lieblingssendung der Nazi-Generation. Was bin ich jetzt? Einfaches Konzept. Ja, genau wie Vico Toriani, der goldene Schuss für die Spätheimkehrer von der Ostfront. Nochmal in der Schweizer Armbrust abdrücken. Aber Robert Lemke, das war wirklich genial. Ein hochkarätiges Rateteam. Annette von Aretin steif bis oben hin. Dann Guido Baumann, der Ratefuchs aus der Schweiz. Dann Hans Sachs, der Staatsanwalt aus Nürnberg mit dem Propeller vorne. Und Marianne Koch mit der Goldkante. Werde ich nie vergessen. Marianne Koch. Ich sehe hier jüngere Leute. Sie müssten sich mal die Szenen, die sich hier vorne abspielen. Unglaublich. Ja, so lachen ihre Eltern. Ja, ja, ja. Da merkt man den Generationensprung. Robert Lemke kennen oder nicht kennen, das ist entscheidend für das ganze Programm. Na, war eine tolle Sendung. Und wenn Prominente kamen, da musste das Rateteam sich immer die Augen verhüllen, als der Filbinger da war. Vor ihm vier Menschen mit verbundenen Augen. Das kenne ich doch irgendwoher. Und da fragt der Robert Lemke, welches Schwein da darf es denn sein? Ja, das ohne Hakenkreuz. Und dann fragt Guido Baumann aus der Schweiz, haben Sie es bei Ihrem Beruf mit Menschen zu tun? Und Robert Lemke, genial Diplomat, legt das 5-Mark-Stück aufs Schweindall drauf, auf den Schlitz und sagt, jein. Dann fragt der Hans Sachs, helfen Sie diesen Menschen? Zack, war's drin. Großartige deutsche Fernsehunterhaltung, meine Damen und Herren. Das kommt nie wieder, das ist vorbei. Auch da ein ganz klares Epochenende. Ja, ja. Hitler hat sich umgebracht, meine Damen und Herren. Hat ihm nichts genützt. Er ist im Kino. Hätten das vor Jahren gedacht? Vor 10 Jahren noch galt, du sollst dir kein Bild vom Führer machen. Jedenfalls kein bewegtes. Und heute, heuer, hatten wir schon 3 Hitler. Bruno Ganz, der Untergang, genialer Plot. Adolf Hitler als Bruno Ganz. Ich merke, Sie haben sich den Untergang voll reingezogen. Das war schon brutal. Das war aber auch humorvoll irgendwo. Die Szene, als der Standesbeamte in den Bunker kommt, das war doch Wahnsinn. Der Standesbeamte, der Führer möchte heiraten, niemand weiß warum. Wahrscheinlich aus Steuergründen. Da kommt der Standesbeamte und fragt den Hitler, mein Führer, ich muss Sie das fragen, sind Sie eigentlich arisch? Da habe ich von hinten ins Kino reingerufen, natürlich nicht, das sieht man doch.
Sofort schlechte Stimmung im Publikum. Die Deutschen mögen das nicht, Führerwitze, wenn der Führer im Raum ist. Ich bin dann aus dem Kino raus und an die frische Luft. Ist ja unglaublich, ja. Das ist der Wahnsinn. Erst Bruno Ganz aus der Schweiz, dann ein Österreicher, macht uns den Hitler. Kommissar Rex, also Tobias Moretti. Das war die Sendung, wo Olli Ditsche den Goebbels spielt, ja. Es ist nur ein kurzer Weg vom Reichspropagandaministerium zum Mediamarkt. Und dann noch... Ich sehe einige Leute schütteln den Kopf, aber gegen die Vermarktung können sie gar nichts machen. Nee. Die nächsten Hitler werden Folge. Helge Schneider wird nicht der letzte deutsche Hitler gewesen sein. Irgendwann sitzen bei Kerner die führenden deutschen Führerdarsteller auf dem Sofa. Könnt ihr euch vorstellen, heute Abend ZDF, Kerner mit 6 Hitlers aus 5 Ländern. Und der Kerner, was macht er? Begrüßt sie freundlich wie Meisterköche. Ich begrüße alle Hitlers hier beim ZDF. Wo denn sonst? Und dann sagt er, ich mag das gern, dieses Gekrummel, so wenn es so ein bisschen, wenn die schlechte Laune sich ablöst, so kann bei älteren Männern, Herr Deutschmann, muss das denn sein, Herr Deutschmann, so, mag ich sehr, so ältere Männer, die in der ersten Reihe aufwachen, dann, Herr Deutschmann, sind Männer, mit denen können Sie im Piemont Trüffel suchen gehen. Ja, der Kerner wird ganz freundlich sein, die Hitlers begrüßen und sagen, wir können halt über alles reden, nur nicht über Autobahnen. Und schon poltert Hitler Nummer 1, so, nicht über Autobahnen, ich hab doch selbst gebaut. Und was sagt dann der Kerner? Der sagt dann, wir müssen jetzt leider von Hitler 1 verabschieden. Ich möchte in Ruhe mit Hitler 2 bis 6 weiter diskutieren. Öffentlich-rechtlich. Okay. Okay, wissen Sie, um mal ein ganz anderes Thema anzuschneiden. Wir Kabarettisten, gerade wenn wir uns mit der Geschichte beschäftigen, wir haben wahnsinnig Angst vor dem Altwerden. Ich bin jetzt 49, demnächst dann 50. Oh, graus. Ja, man weiß, was kommt. Haarausfall, hormoneller Sinkflug. Konzentrationsschwierigkeiten, so Hitzewallungen auf der Bühne, so die politischen Wechseljahre. Plötzlich sitzt man bei Maischberger und findet Guido Westerwelle gut. Ja, kann passieren. Aber das Alter hat auch Vorteile. Das Alter bringt viele Vorteile. Das Langzeitgedächtnis kommt. Man erinnert sich an Sachen, die man längst gelöscht hatte. Plötzlich wird eine Sicherheitskopie hochgefahren. Ah! Zum Beispiel 1970 hat Nölle Neumann, Allensbach, Umfrage, die berühmte Ulrike Meinhof-Frage, 1970. Es ist Nacht, es klingelt und draußen steht Ulrike Meinhof. Würden Sie sie reinlassen? Da haben 10% der Deutschen gesagt, jawohl, ich würde aufmachen, würde sie reinbitten, ihr Quartier geben. A one-night stand with a rough. 10%. Also wenn das stimmt, was die Nölle Neumann da umgefragt hat damals, also wenn das überhaupt stimmt, dann muss das ja doch irgendwo eine revolutionäre Situation gewesen sein. Mein Wolf Biermann hat über die Mauer drüber gerufen, es muss jetzt geschossen werden, damit die Revolution nicht versoffen und verfressen wird. Biermann, wir haben ihn sehr gemocht, ja. Meine, jeder geht seinen Weg, aber sich von der Berliner CDU die Ehrenbürgerwürde eintreiben zu lassen, ist ja schlimmer als eine Ausbürgerung. Da klatschen auch die anonymen Sozialdemokraten. Ja, da haben Sie recht. Aber Berlin hat Humor. In Berlin gibt's jetzt eine Rudi-Dutschke-Straße. Geniale Idee von der Taz. Und die stößt im rechten Winkel auf die Axel Springer. Da macht's doch mal richtig Rums. Und das will die Berliner CDU verhindern. Die wollen da so einen kleinen Kreisverkehr einbauen. Der Wolf-Biermann-Kreisverkehr. Mit dem großen Schild, abbiegen in alle Richtungen erlaubt. Ich aber sage euch, Berlin kriegt auch noch eine Benno-Ohnesorg-Allee. So, Verlängerung der Straße des 17. Juni, 2. Juni und dann bis zur Oper Benno-Ohnesorg-Allee.
2. Juni 67, der Schah in der Oper. Drinnen Zauberflöte, draußen Dachlatten. Vom persischen Geheimdienst, kann man sich gut merken. Zauberflöte, Dachlatten, Zauberflöte, Dachlatten, Zauberflöte, Dachlatten. Berliner Polizei schaut zu. Auf das Haupt der jungen Apo, schrieb der Dichter damals, auf das Haupt der jungen Apo schlug deutsche Polizei und persische Gestapo. Brutal, wie die da reingegangen sind, ist, mein, heute ist undenkbar. Am nächsten Morgen kommt der Polizeipräsident und sagt, wir haben die Leberwurst-Taktik ausprobiert. Studenten zusammenpressen, in der Mitte reinstechen und sehen, wie sie an den Rändern rausplatzen. Heute undenkbar. Heute bei jeder Demonstration, wo noch ein Hauch von Gewalt in der Luft liegt, kommen ältere, erfahrene Beamte mit Leibchen. Da steht drauf, Deeskalationsteam. Ja. Meistens ältere Beamte, die nicht mehr richtig laufen können, die dann... Wir begrüßen Sie hier zu dieser Demonstration, freuen uns, dass Sie von Ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen. Nehmen Sie mal die Hasskappe ab. So irgendwie. Würden gerne mitdemonstrieren, sind leider beruflich verhindert. Aber damals, sehen Sie, Benno Ohnesorg, von einem Zivilpolizisten hinterrücks erschossen. Da ging ein Riss durch die Köpfe. Und Rudi Dutschke, unser aller Rudi Dutschke, der Charismatische, hat überlegt, reicht es, wenn mir das Wort Waffe ist? Und ist dann Tatsache. Mit einer Bombe im Gepäck von Berlin nach Frankfurt geflogen. Wollte einen Sendemast von American Forces Network sprengen. Hat er nicht gefunden? Theoretikerschicksal. Und ist mit der Bombe im Gepäck nach Berlin zurückgeflogen. Und hat sie wieder abgegeben. Und wissen Sie wo? Beim Verfassungsschutz. Der Berliner Verfassungsschutz, Peter Urbach, das war so ein Faktotum des Innensenators quasi, der Terrorbeauftragte des Berliner Senats. Ja. Als Rudi Dutschke angeschossen wurde, marschierten die Studenten auf Springer. Da saß der Innensenator Neubauer oben auf dem Springerhaus. Und unten hat sein Faktotum Peter Urbach an die Studenten Mollys verteilt, damit es richtig losging. Die hatten für alle was, so eine Art Revolutionsbedarf für Radikalisierte. Für Teufel und Langhans gab es Tischfeuerwerk für die Gerichtsverhandlungen. Für den Kunzelmann eine Rohrbombe, für einen Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus. Defekte Rohrbombe, sicherheitshalber. Und für die RAF gab es 30 Ballermänner, 50 Ballermänner, Marke Firebird. Die waren von Anfang an dabei. Also wenn mir jemand kommt und sagt, Herr Deutschmann, 68 ist schuld an der RAF, dann sage ich immer, it needs two for Tango. Wunderbare nachdenkliche Stimmung, meine Damen und Herren. Ich weiß, was Sie denken, Herr Deutschmann, das ist alles wichtig, aber nicht fürs Kabarett. Das ist nichts fürs Kabarett. Das überlassen Sie dem Theater, die sollen das da im Theater machen. Der Peiermann hat ja gesagt, wenn der Christian Klein Bruchsal 2009 entlassen wird, dann holt er ihn nach Berlin zum Ensemble. Da wird ein Klassiker inszeniert, vielleicht Schiller, die Räuber. Mit Christian Klar als Hauptdarsteller. So ein kleiner Skandal muss das sein, oder? Oder der Schlingensief. Der Schlingensief entführt den Klar aus Bruchsal nach Bayreuth. Dann wird eine Wagner-Oper inszeniert. Ich sehe entsetzte Gesichter. Herr Deutschmann, überlassen Sie doch bitte den Markt. Überlassen Sie es dem Markt. Der Markt wird das schon richten. Warten Sie mal ein paar Jahre. Dann gibt es vielleicht ein RAF-Musical. Könnte doch sein. Doch mal einen guten Titel. Vielleicht, wenn die Meinhof zweimal klingelt. Hauptsponsor Heckler und Koch. Und dann bundesweiter Tourneestart in Stuttgart in der Schleierhalle. Ein Skandal am Anfang hilft dem Ganzen. Ja, was braucht man für ein RAF-Musical? Also keine Inhalte, nein, das wäre übertrieben. Nein, 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 einfach so 70er Jahre, high sein, frei sein, Terror muss dabei sein, irgendwie sowas. Prominente sollen singen, vielleicht singt Horst Mahler I Did It My Way. Und Peter Jürgen Boog im Münchhausen-Kostüm singt I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Niemand glaubt ihm, er fängt an zu heulen, singt Sorry, seems to be the hardest word. Und dann entschuldigt sich Horst Mahler bei der Witwe von Schleyer, woraufhin sich die Witwe von Springer bei der Witwe von Dutschke entschuldigt. Die Decke öffnet sich, Matthias Belz wird herabgelassen und dirigiert den Chor der Innenminister der Wald, tanzt das GSG 9 Ballett auf den Schienen von Bad Kleinen. Und die Innenminister singen Partisan und Parmesan, wo sind sie geblieben? Partisan und Parmesan, alles wird zerrieben. Und dann
kommt ein nackter Wolf Biermann auf den Schultern von John Bass herein und singt We Shall Overcome. Glaube ich, ein paar Hellblöder. Du bo, du dum, ba, da, di, di, ba, da. Bitte keine Feuerzeuge. Di, 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 bam, ba, du, wi, dum, bo, do, di, di, do, dum. Die nonverbalen Teile sind wichtig, meine Damen und Herren. Ist doch eigenartig mit der Gewalt. Je länger sie zurückliegt, desto einfacher. Vorne waren die Römer. Die Römer sind in den Oberrheingraben eingedrungen, haben die Alemannen gemetzelt. Wenn Sie heute so einen Alemannen fragen, was meinst du? Lose mal. Was meinst du zu den Römern? Und sagt der Alemanne, oh, fragt der Alemanne, was sagt er? Och, war schon brutal, aber die Römer haben den Wein gebracht, das entschädigt für alles. Ja, wir alle machen unseren Deal mit der Gewalt. Nehmen Sie mal Napoleon. Napoleon hat Tausende von Deutschen in Russland verheizt. Gut, es war sehr kalt, aber... würden Sie Napoleon heute einen Vorwurf machen? Oh, Cognac, Napoleon, Napoleon. Nein, ist untouchable, of course, Napoleon. Sehen Sie, 1883... Da wollten Wuppertaler Anarchisten, sowas hat es mal gegeben, Wuppertaler Anarchisten, die wollten das gerade fertiggestellte Denkmal im Rheingau, oberhalb von Rüdesheim, diese Germania Victoria, die wollten die Germania Victoria in die Luft sprengen, in Anwesenheit der Kaiserfamilie. Hatten alles präpariert mit hochmodernem Sprengstoff, Dynamit, eine kurze Lunte gelegt, damit es auch schnell geht. Da hat es nachts geregnet und die Lunte wurde feucht. Es hat nicht geklappt. Und die Anarchisten total frustriert nach Wuppertal zurück und haben dann bei der Jahreshauptversammlung der Anarchisten ihren großen Auftritt gehabt und gesagt, Moment mal, bevor jetzt der Kassenprüfer vereidigt wird und der Vorstand entlastet, möchten wir erstmal unsere Reisekostenabrechnung vorlegen. Und da waren Spitzel im Raum, haben das mitbekommen, haben kombiniert, aha, Rüdesheim, Rheingau, Reisekosten. Die Anarchisten wurden verhaftet, verhört und kamen unter das Fallbeil. Denn die deutschen Anarchisten scheitern an einer Reisekostenabrechnung. Willkommen, willkommen in Deutschland, willkommen zu Hause. Überlegen Sie mal, wenn das geklappt hätte. Stellen Sie mal vor, Germania Victoria wäre auseinandergerissen worden und Wilhelm II gegen die Birne geflogen. Dann wären wahrscheinlich zwei Weltkriege ausgefallen. Und heute stände vor dem unzerstörten Schloss in Berlin ein Denkmal für Wilhelm II und die Anarchisten. Retroanalytischer Futurismus, meine Spezialdisziplin. Ja, Sie können es gerne aufschreiben. Retroanalytischer Futurismus. Ja, das dürfte der letzte Beweis gewesen sein, dass ich 68er bin. Ich bin 68er, ich kann sowas sagen. Retroanalytischer Futurismus. Rudi Dutschke hat gesagt, Geschichte ist machbar. Was mit der Zukunft? Nicht so einfach. Nicht so einfach. Georg Büchner, der erste Preisträger des Büchnerpreises, der hat im Vormärz einen Brief an seine Eltern geschrieben. Tolles Dokument. Wenn es etwas gibt, was in diesen Zeiten helfen soll, so ist es die Gewalt. Aber die deutsche Indifferenz ist von der Art, dass sie alle Berechnungen zuschanden macht. Ein wunderbarer Satz voller deutscher Melancholie. Wir haben eben keine Revolution. Die Franzosen haben eine, sind stolz, oh, sagen wir, aber mit Guillotine? Oh, oui, Monsieur, bien sûr, avec la Guillotine. Aber die Guillotine, das war doch Terror. Oh, Monsieur, c'est pas Terror, c'est Terreur. Vive la différence, ja. Nein, wir haben keine Revolution. Nein, haben wir nicht. Wir haben nur die Bauernkriege 1848, 1918, 1919 und die Erinnerung an 68.
Und es gab ja den 68er, den gab es ja gar nicht. Es gab verschiedene Köpfe und verschiedene Erinnerungen. Schauen Sie, Dieter Kunzelmann wird sich erinnern, wie er aus dem umkämpften Berlin heraus seiner Mutti in Bamberg die schmutzige Wäsche geschickt hat. Als Kommunarde, als Revoluzzer. Und Stefan Aust hat noch die Passage vor Augen, wie er mit Ulrike Meinhof zum Springerhochhaus zu demonstrieren fuhr. Und Ulrike Meinhof wollte das Auto als Barrikade verwenden. Und er hat durchgesetzt, dass lediglich falsch geparkt wird. Immerhin eine Ordnungswidrigkeit. Und die Uschi Obermeier, die hat den Jimi Hendrix, vom Konzert abgeschleppt in die Kommune 1. Und als dann der Kunzelmann zu Jimi gesagt hat, Vietnam interessiert mich nicht, ich habe Orgasmusprobleme, da ist Jimi Hendrix zurück ins Hotel und hat geübt. Nicht mit Uschi Obermeier, nein. Er hat Gitarre geübt. '68 war ein hyperaktives Jahr. Man kann es gar nicht fassen. Der Pariser Mai, der Prager Frühling, die Notstandsgesetze, die Stones, Street Fighting Man, All You Need Is Love, Heintje Mama, die Olympischen Spiele, Robert Kennedy, Martin Luther King und drei Schüsse auf Rudi Dutschke. Und im Fernsehen lief, einer wird gewinnen. Und viele von uns wussten, das sind nicht wir. Nein. Wie soll man das zusammenfassen? Neulich gelesen, 68 war eine glücklich gescheiterte Revolution. Was für eine schöne Definition. Dahinter können wir uns alle versammeln und wieder zur vollen Große aufrichten. Sogar Volker Kauder war damals dabei. Und hat Mande Mande gesungen. Mande Mande, Mande Mande, so gut to me. Wie sagt der Dichter, die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Ich danke Ihnen für Ihre revolutionäre Geduld. Guten Abend und ciao.